Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir fangen mal an mit einem Kommentar von. Das war er nicht. Das ist er. Von Master Mick. Drum the Bass 7 von 10, meiner Meinung nach. Ja, ist wie gesagt, ist geteilt, also ist Wahnsinn. Die einen finden geil, die anderen finden total scheiße. Irgendwie sowas mittendrin gibt's kaum. Ja, und da gehen wir auch schon rein in den Shop von heute. Und dann gucken wir mal, was da Sache ist heute. Also, der Item Shop. Da fangen wir mal an mit dem Chomp Set. Shark Fin. Ja. Also ich finde dieses Ding schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, vor allem die gelben Flossen da unten, ne? Also Schwimmflossen, ich, Alter. Nö. Das Ding, ja, er ist kreativ, ja, aber ich finde, deswegen kriegt er von mir 5 von 10, weil er ziemlich kreativ ist, aber ansonsten finde ich das Ding häuserlich. So, wie sind denn die? Muss ich das mal gucken, wo ist er denn überhaupt? What? Das ist das, das ist da ist er, okay. Chomp Senior heißt das Ding hier. Jetzt muss ich mal schauen, da haben wir es. Also 2,97 von 5, also seid ihr auch nicht wirklich begeistert von, ne? Sehe ich. So, dann haben wir als nächstes diese Chomp Junior. Hä? Chomp Senior, Chomp Junior. Okay, das hier ist die Picke. Eine Harpune, durch die, oder mit der ein Fisch, ein kleiner Haifisch aufgespießt wurde. Die ist echt nice, ne? Also diese Harpune ist schon echt nice, diese Picke. Ziemlich crazy, muss ich sagen. Ich gebe der 8 von 10. So. Gucken wir mal. 8 von 10. Das ist das Ding hier. Allgemein 3,9 von 5. Okay. So. Dann machen wir mal weiter. Ist da sonst noch irgendwas? Ah, oh ja. Oh ja. Ich finde den mega nice. Dieser Gleiter ist der Oberburner. Ist einer der geilsten Gleiter, die ich kenne. Also die, also ich finde den sensationell und der verdient meiner Meinung nach nicht weniger als 10 von 10. So, gucken wir mal, wie sind denn da die Stimmungen? Was ist da lang? 4,67 von 5 und das bei 27 Votes. Das ist schon immens viel. Auf jeden Fall verdient. So, dann sind wir hier vorne schon durch. Jetzt kommen wir zu dem. Ja, ich finde, der sieht aus wie aus so einem billigen Endzeit-Horrorfilm. Ja, und ja, wer schon mal selber so eine Gasmaske aufgehabt hat. Ich finde das Ding nicht toll. Man nennt das ja nicht Gasmaske, man nennt das ja ABC-Schutzmaske. So, atomar, biologisch und chemisch. So, ABC. Finde ich nicht gut. Also mir persönlich gefällt er überhaupt nicht. Und von mir kriegt er auch nur 3 von 10. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich mal gespannt. Ja. 3,38 von 5. Okay. Weiter geht's. Dann haben wir hier als nächstes die Propeller-Ex. Die finde ich jetzt nicht ganz so schlecht, muss ich sagen. Die Propeller-Ex. Aber ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Aber immerhin, sage ich mal, 5 von 10 kann man dem Ding mal geben. Wie sind da die Meinungen? 3 von 5 bei 2 Votes am 22. Juni 2018. Das erste Mal
im Shop gewesen. So, dann kommen wir zu dem Aerobic Assassin. Das ist ein, ja, ein Skin mit Blitzohrringen, einer pinken Sonnenbrille. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die 80s are back. Die 80s are back. Grau. Haft. Und hinten dran eine 5. Aber wahrscheinlich werden es dann 5 LBs sein. Oh mein Gott. Das Ding ist so schrecklich. Also wer sich das holt, der leidet auch wirklich unter Geschmacksverwirrung. Sorry, aber ist gut, dass die 80er rum sind, ganz ehrlich. Ganz gut, dass die 80er rum sind. Wenn ich das hier sehe. So, dann schauen wir mal, wie sind da die Meinungen. Also ich gebe dem Ding, keine Ahnung, 3 von, nein, 2 von 10 wegen absoluter Geschmacklosigkeit. Wie sind eure 2,36 von 5 bei 14 Votes? Das erste Mal am 12. August 2018 drin gewesen. Okay. Schrecklich, das Ding ist doch wirklich schrecklich. So, jetzt kommt was Cooles. Als ich den Emote das erste Mal gesehen habe, wusste ich, den brauche ich, den muss ich mir holen. Den habe ich mir auch damals geholt. Ich finde den mega geil. Kannst du ständig gebrauchen zu allen möglichen Situationen, wenn irgendjemand mit so einem, beispielsweise mit einem Kack-Aerobic Assassin vor mir steht, dann mache ich den Laffit ab. In der Lobby natürlich. Deswegen, dieser Emote ist für mich absolut legendär, das Ding, ja, und bekommt von mir persönlich 10 von 10. Ich finde den mega nice. Und dann gucken wir mal, wie sind. Oh, das seht ihr ein bisschen anders. Aber gut. Hier 3 von 5 bei 8 Votes. Erste Mal am 4. Juni 2018 im Shop gewesen. Dann haben wir hier einen Trooper. Ja. Ist okay. Sieht nicht schlecht aus. Ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Ich finde, 5 von 10 reicht voll und ganz. Mehr kann ich dem nicht geben. Dem Trooper. Die 3,5 von 5 bei 6 Votes. Dann haben wir den Plunger. Und das ist ja eine Picke, die der Herr sofort total geil findet. Hat er sich auch. Hier hat er sich auch geholt. Nur extra geguckt, ist geownt, ja. Bevor ich euch eine Scheiße erzähle. Ich finde die auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich gebe dieser Pickel immerhin 7 von 10. Und hier sind es 3,6 von 5 bei 10 Votes. Erste Mal am 9. Februar 2018 im Shop gewesen. So, dann haben wir hier ein Ding. Das finde ich wieder. So, gucken wir mal. Ja, den Work It Out finde ich persönlich ganz lustig. Ich wüsste jetzt nicht, in welcher Situation ich den benutzen sollte. Ja, ich gebe dem Ding 7 von 10. Und das sind 3,44 von 5 bei 9 Votes. Das erste Mal am 13. August 2018 im Store gewesen. Dann haben wir hier noch den Stealth. Und sorry Leute, da kann ich nicht mehr drauf geben als 0 von 10, weil das Ding finde ich mega scheiße. Ich sag's wie es ist. Kacke, 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 kacke.
Und wow, sowas habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Also bei einem Teil, was bereits am 2. November released wurde. Am 2. November 2017. Kein einziger Vote drauf. Also seht ihr ganz genauso wie ich, das Ding ist Schrott, 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 Schrott. Das war der heutige Fortnite-Shop. Ja, was kann ich dazu sagen? Das Geilste hier ist tatsächlich meiner Meinung nach, gibt's hier nur zwei richtig geile Sachen, nur drei geile Sachen. Das ist einmal dieser Chomp Junior. Dieser Laser Chomp ist mega fett. Love it up, liebe ich, benutze ich regelmäßig. Und der Plunger ist eben ein Ding, was wir ganz gut finden. Der sofort und ich. Ich will es mir jetzt nicht unbedingt holen. Aber ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.